Hallo und herzlich willkommen in die Gilde. Wir spielen wieder eine Runde im Mittelalter. Und gerade als ich gestartet habe, kam die Nachricht, dass jemand von uns krank ist. So, Scharlach hat die Gute. Dann gucken wir mal, wo war das nochmal? Hier. Dann lass dich mal behandeln. Und am liebsten natürlich in einem richtigen Krankenhaus. Ja, Gesundheit. Ja, doch. Auf mit dir. Das muss leider sein. Ich habe keine Lust, dass mir jetzt noch einer hier stirbt an irgendwelchen Krankheiten. Boah, ist hier wieder schon viel passiert, mal wieder. So, wir waren dabei, die ganzen Schmugglerlöcher aufzuwerten. Dafür brauchen wir natürlich einiges an Geld jedes Mal. So, mal kurz hier schauen. Ja, sie bringen auf jeden Fall was. Das ist schon mal sehr gut. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ist mal wenigstens eine andere. Nicht immer dieselbe. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt dann immer mehr Schmuggler, also noch einen zweiten Schmuggler pro Loch. Und das ist schon mal richtig gut. Das entspricht fast doppelten Einnahmen, weil die generell immer leer sind. So, da haben wir wieder langsam genug Geld. Wir lassen das noch ein bisschen laufen. Gehen schon mal hier hin. Drücken das auf Aufwerten. Dann lassen wir das mal schön hochbauen und dann kommt da direkt der Nachschub rein. So, jetzt müsste es bald doch mal fertig werden. Ein Gebäude wurde Und da aufgebaut. ist es fertig. Machen wir kurz alles noch mal ein bisschen langsamer. Dann gehen wir hier hin und holen uns die Erweiterung. Dann holen wir uns den. Das müsste die Elke sein. Und die schicken wir direkt schmuggeln. Wobei das hier was schon unnötig ist. Die könnten wir doch tatsächlich wirklich Waren schmuggeln lassen. Weil das hier ist unser bestgehendes Schmugglerloch überhaupt. Das ist von fast schon gigantischem Ausmaß. So, wir können uns entscheiden für Claudia. Ja, na. Gut. So, dann fehlt uns nur noch eins. Antrag der Stadt gerade. Okay. Ne, das nicht. Ja, nein, nein. Und Szene verlassen. Änderung. Okay. Abstimmungspunkte. Beschwörungen sollen illegal sein. Entführungen und Bomben legal. Das lassen wir mal schön so, wie es ist.
Was haben wir hier bekommen? Ein Gehstock. Jetzt haben wir Jasminöl bekommen. Die Produktion wurde aus Platzmangel unterbrochen. Okay. Platzmangel, das heißt, der Bruno ist fertig. Den schicken wir auf zum Marktplatz. Kommt da schon angaloppiert. So, dann kannst du deinen Fisch verkaufen. Und dich lasse ich erstmal noch kurz am Marktplatz stehen. Weil mit dem habe ich jetzt als nächstes was vor. Aber erstmal bringen wir das Jahr hier noch um und gucken, dass wir wieder genug Geld für die letzte haben. So, das ist das hier in der Ecke. Ich bin da. Packen wir die ganzen Dinger mal hier unten rein. Dass die vielleicht so verkauft werden. Und da sind wir im Sommer 1417. In Ordnung. Sehr schön. So, in der Zeit, wo hier noch Nacht ist, könnte ich mir das hier mal angucken. Ja, da habe ich schon alles freigeschaltet, komplett. Ich könnte höchstens gucken, ob ich hier noch was freischalte, falls hier irgendwelche interessanten Sachen mit dabei sind. Aber da sehe ich spontan gar nichts. Also Wissenschaft bringt schon mal nichts. Ja, hier haben wir Gebäudeverfall minus 20%. Das wäre aber auch das Einzige, was sich hier lohnt. Naja, okay. Ist also nicht wirklich was, die anderen Sachen freizuschalten. Außer man will wirklich... Ja, doch, weiß ich. Natürlich weiß ich das. Ich hab da keinen Kopf. Verstanden. Ja, gut. So, was haben wir hier jetzt? Ordnungshüter, Schutzgeld erpressen. Also okay. So. Ich kenne euch. Ihr wünscht? Was haben wir hier? Achso, die mögen sich nicht mehr. Gut. Dann kannst du deine Augen hier verkaufen. Dann lasse ich dich auch erstmal da stehen. Ich habe die verkauft und trotzdem kein Geld. Sehr gut.
So, dann fangen die jetzt wieder an zu arbeiten und dann kriegen wir hoffentlich schnell ein bisschen Geld. Das steigt auf jeden Fall wieder. Ach, sehr gut. Kommt herein und staubt. So, dann mache ich fehlgeschlagen. Toll. Kurzfristig wieder Geld weggegangen. So, jetzt haben wir es aber. So, dann hoffen wir, dass jetzt einiges an Geld zustande kommt, bis das Ding aufgebaut wurde. Dass wir die 1500 schnell haben. Und dann können wir uns um andere Sachen kümmern. Sehr gut, das hat nicht so funktioniert. Was ist denn für eine Produktion? Ach du je. Dann hole ich mir mal einen Fuhrknecht hier. Was nicht geht. Ja, weil ich kein Geld habe. Okay. Pack das Schild mal darunter. Das da rein. Das hier rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Ja gut, das kann ruhig aufgewertet sein. Das bringt mir herzlich wenig gerade. So, dann. Fängt er automatisch damit an? Es scheint so. Schön, euch zu sehen. Gut, von mir aus, wenn er das wirklich automatisch macht, dann habe ich ja weniger zu tun. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen. Machen die Erweiterung. Haben auch direkt schon genug. Und jetzt hat er angefangen mit zu bedienen. Sollst du aber nicht. Du sollst auch rumschmuggeln. So. Und los damit. Gut. Damit haben wir den wichtigsten Aspekt auf jeden Fall schon mal geschafft. Und wir können jetzt... Okay. Was willst du denn? Eine Allianz. Von mir aus. Erstmal. So. Und zwar... gucke ich mir das kurz einmal an bei Gaunerei, worauf wir gehen können. Freischalten hier das Ganze wäre sowieso nicht verkehrt. Ich kann gerade nicht. Da haben wir auch schon ein Level up. Dann würde ich dem hier noch ein bisschen Charisma geben. Und dann werden wir nach und nach hier das weiter aufwerten müssen. Aber das wird teuer.
Das Glück ist mit euch. Die Schattenkunst wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jemanden entführen, jemanden aus dem Weg räumen. Und ich glaube, mit dem hier können wir auch am meisten Cash verdienen. Dann schalte ich das mal frei. Dadurch haben wir auch ein bisschen Einschüchtern bekommen. So, dadurch können wir nur diese Krypta bauen, sonst nix. Gut. Dafür brauchen wir aber 1250, die wir jetzt gerade bekommen haben. Also mal ein bisschen langsamer machen. Mal gucken wir mal, wo können wir das hinbauen? Innerhalb eines Dorfes, okay. Das heißt, das müssen wir irgendwo hier hin machen. Die stehen mal da hinten hin machen und hoffen, dass der mir was an Geld einbringt. Den werden wir wohl hoffentlich auf Automatik stellen können, ohne große Probleme. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Sehr gut. Dann stell hier direkt mal einen an. So, was können wir hier machen? Der baut Lampen. Legal, legal, legal. Hier ist alles legal. Das heißt, wir können den das alles machen lassen. Dann machen wir da volle Automatik rein. Stellen direkt noch einen an, der direkt mitmacht. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld. Kleines bisschen, komm schon, gib mir noch einen Schub. Verdammt. Na komm schon, hoch mit dir, hoch mit dir. Noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Das kann doch nicht so schwer sein. Na endlich. So, dann haben wir auch direkt den Fuhrknecht mit dabei. So, zwei Arbeiter haben wir. Wir können das nochmal erhöhen. So, da können die auf jeden Fall schon mal gut arbeiten. So, Erweiterungen. 600 haben wir zum Freischalten bekommen. Da ist schon wieder runtergesunken, verdammt. Und jetzt wird auch nichts mehr gemacht. Aber der ist noch unterwegs zum Marktplatz. Mit ein bisschen Glück kriege ich es hin, die 300 noch zu bekommen. Na, bis der da ankommt, haben wir schon das nächste Jahr. Hat er überhaupt was verdient durch diese Dinge? Scheint mir nicht so. Dann gucken wir, was uns das nächste Jahr bringt. Und damit sind wir wieder im Herbst. Sehr gut, da sind wir auf jeden Fall schon im Minus.
Ordens und alles in Ordnung. Was haben wir hier? Irgendein Antrag zur Abstimmung? Beschwörung illegal? Nö. Stadtgarde? Die wollen überall einen reinpacken. Nö, möchte ich nicht. So. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Na. Schmugglerloch, wir beschaffen's. Noch mehr Minus gemacht, sehr gut. Noch mehr Minus gemacht, wunderbar. Was haben wir jetzt? Noch ein Pamphlet gegen uns. So, aber jetzt gleich fangen die wieder an zu arbeiten. Sehr schön, das Pamphlet wurde hier hingemacht. Und jeder Depp, der hier durchkommt, hat ein... Sehr gut. Ach, wenigstens haben die wieder angefangen zu arbeiten. So, aber was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ich versuche jetzt was. Nicht mit dir, sondern mit... Wo ist es? Mit dir probieren, aber du machst nicht so viel. Ich mache das Ding jetzt auf Automatik. Das heißt, er soll alles machen, was geht. Und dann holen wir uns dort so schnell wie möglich einen Fuhrknecht ran. Und dann gucken wir einfach, weil das mit dem Service, das hat meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Zumindest habe ich da in den ganzen fast 20 Jahren, die wir jetzt hier schon spielen, nicht einmal irgendwie eine Nachricht bekommen, dass wir irgendwo eine gute Option bekommen haben. Deswegen scheint das eventuell noch gar nicht drin zu sein. Und dann kann auch der Fuhrknecht das einfach an den Markt verkaufen, ganz ehrlich. So, was wir aber brauchen, ist dringend Geld. Schon wieder Minus gemacht. Sehr gut. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr... Jo, jetzt wieder kurz, aber... Die Zeit ist wenigstens kurz pausiert worden. Was haben wir hier? Schutzgeld erpressen. Ist mir egal. Ich will einfach nur einen Fuhrmann hier haben. Schwankt aber ganz schön mein Geld. Nochmal Gerichtsverfahren. Ach, komm schon.
So, dann haben wir endlich den Fuhrknecht dann. Wo ist er denn? Das ist hier da oben der, okay. Der hat sich direkt vollgeladen, geht das Zeug verkaufen, sehr gut. Und dann gucken wir mal, wie sich da das entwickelt vom Geld her. Hier brauchte ich noch einen Arbeiter. Und damit haben wir hier das erstmal ausgestattet, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir haben noch eine Erweiterung und noch einen Arbeiterplatz. So, jetzt ist es ausgestattet. Da wir jetzt das haben, müssen wir auch mal hier gucken. Sozialkompetenz. Dann können wir nämlich hier die Produktivität uns auch noch direkt schnappen. Was kommt dann denen hier zugute? So. Gucken wir mal kurz langsamer. Ich gucke mir mal kurz meine Familie an. Ich dachte es mir schon. Die ist nämlich schon jetzt erwachsen. Die Barbara. Die Barbara war, glaube ich, ganz gut. Betörend. Die hat Geschäftssinn. Engstirn euch Gassenwissen. Was ist mit dem? Engstirnig. Du warst das, genau, richtig. Okay, also den Matti will ich auf jeden Fall hier drin haben. Und alles andere muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall muss ich aber trotzdem noch mal zum Haus kurz rüber. Weil unsere Kleinen sie nichts mehr machen. So, das hoch. Das packen wir auch noch mal hier rein. Können die noch mal anfangen zu arbeiten. So, wunderbar. Und ich gucke mir hier nochmal an, was ich noch machen kann. Vielleicht ein paar Räuber. Oder Spielmänner. Also Spielmänner muss ich auf jeden Fall machen, damit ich hier das Söldnerquartier machen kann. Sehr gut. Dann werden wir wohl mal unser Gebäude so langsam reparieren müssen, bevor unser Haus hier einkracht. Ja. So, wir haben auf jeden Fall einiges geschafft. Alles aufgewertet. Wir haben noch ein neues Gewerbe gemacht. Finanziell wirkt sich das auf jeden Fall schon direkt positiver aus. Und alles Weitere gucken wir uns bei der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns wieder. Madet Jod, schwenkt Rot, grüß euch Jod, ich bin fort.